Guten Morgen, meine lieben Frischluftfreundinnen und Frischluftfreunde. Ich habe es geschafft. Ich habe mein Gespann aus dem Wald rausgezergelt. Die Nacht. Ja, ich muss wohl irgendwo noch ein Jäger im Wald gewesen sein. Ich habe 3 Schüsse gehört. Das war nicht allzu weit weg. Und geschlafen habe ich mehr schlecht wie recht. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Tag 2, auf geht's. Heute starten wir über 253 Kilometer. Ich könnte auch den Tageskilometer nutzen, aber diese Menüführung, die ist total kompliziert. Dann habe ich Angst, dass ich irgendwas wegdrücke und das möchte ich nicht. Ich bin wieder an den Berg angelangt. 2 km/h habe ich eben gemessen. Aber da vorne wird es noch steiler. Jetzt muss ich das Seil rausholen. Jetzt gucke ich mal, wie das Richtung Nordosten aussieht. Ob das bald mal besser wird mit dem Hügeligen. Dazu lasse ich jetzt mal die Drohne steigen. Wie ich das jetzt so gesehen habe, komme ich jetzt erstmal durch flacheres Gebiet und dann kommt hinten nochmal so ein Höhenzug. Lass mich mal überraschen. Es wäre schön, wenn ich mal einen Kaffee kriege und ein Brötchen. Also muss ich unter Umständen noch bis heute Mittag warten. Muss ich mal gucken. Und was zu trinken brauche ich dringend. Ja, wenn es immer so runterging, das wäre schön. Jetzt bin ich mal nach Nieheim reingefahren. Jetzt habe ich hier auch einen Kaffee und Brötchen bekommen. Jetzt fühle ich mich gleich auch viel besser und kann komischerweise auch besser sprechen. Also ohne Kaffee spreche ich echt schlechter, habe ich festgestellt. So, jetzt kann ich jetzt noch Kilometer machen bis heute Nachmittag. So lange bin ich versorgt. Ich habe jetzt auch 1,5 Liter Flüssigkeit mit. Dann sollte das ja mal reichen. Also hier unten in der Talebene, da ist das sehr angenehm. Ich glaube, ich habe auch einen Fehler gemacht. Ich habe die Navigation auf Fahrrad gelegt und nicht auf Rennrad. Ich hätte auf Rennrad gehen sollen. Das muss ich hier so mal nachgucken, hier, wo ich hier lang muss.
Ja, wäre nicht schlecht. Ach nee, Nian komme ich her. Hier geht's lang. Steinheim, Schieder, genau. Nee, ich mache mir jetzt auch schon ganz Gedanken über den Rückweg. Also ich glaube nicht, dass ich mir das dadurch durch den Harz antue. Aber das kann ich ja immer noch entscheiden. Wie viele Kilometer habe ich denn? Ja, 10 Kilometer bis jetzt. Jetzt haben wir es 8:30. Weil auf der Straße fahren ist gar nicht so schlecht. Erstmal kommt man da gut voran. Und ich habe auch festgestellt, dass die Autos, die nehmen echt Rücksicht. Die halten also mehr Abstand, wie wenn ich mit einem normalen Zweirad unterwegs bin, meine ich. Obwohl man so tief liegt, wirkt es nicht so sehr bedrohlich, wie manchmal auf dem Zweirad. Von den Wehwehchen, die ich gestern Abend hatte, ist heute Morgen fast nichts mehr von da. Das Knie ist wieder in Ordnung. Ich habe da auch sonst nie Probleme mit. Es lag wahrscheinlich daran, dass ich das so stark belasten musste. Das ist es ja auch gar nicht gewohnt. Und sonst tut mir auch nichts mehr weh. Auch nicht der Popo. Bin ich schon durch Steinheim gefahren, durch Wöbbel und jetzt bin ich 4 Kilometer vor Schieder. Da komme ich zum Schiedersee. Ich bin hier schon am schönen Schiedersee. Jetzt kann ich hier schön um den See rumfahren. Was heißt um den See rum? An dem See entlang. Und das war jetzt echt liegeradfreundlich hier. Da habe ich richtig Kilometer machen können. Ich gucke mal eben, wie viel es geworden sind. 26 seit heute Morgen. Jetzt haben wir es gleich 10 Uhr. Kommen wir hinten zur Staumauer. Und dann geht es für mich weiter nach Lüchte. Habe ich mir sagen lassen, das heißt Lüchte. Ich sage immer Lüchte. You came to me, yeah.
Ich rolle gerade den Lüchter ein. Ich folge jetzt der Emma bis Hameln, dann überquere ich die Weser und dann arbeite ich mich Richtung Hannover. Also ich fahre ja so, ich habe die Tour ja so gelegt, dass ich zwischen Hildesheim und Hannover durchfahre, damit ich nicht durch die Stadt muss. Mal gucken, wie das wird, ob das eine weise Entscheidung war. Das weiß ich erst hinterher. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah. Ist heute der zweite Tag in Folge, wo die Sonne ununterbrochen ballert. Das ist kein Wölkchen am Himmel. Und ich habe jetzt nicht so in den Wetterbericht reingeguckt, aber mir wurde gesagt, dass es noch zwei Tage, also heute und noch zwei Tage so bleiben soll, bevor es Freitag ein bisschen anders wird, aber es bleibt warm. Es ist 11.45 Uhr und ich mache jetzt mal ein Päuschen hier. Hier ist eine schöne Bank im Schatten. Da ich ja jetzt durch das Emmertal fahre, habe ich keine großen Steigungen mehr zu erwarten bis Hameln. Das freut mich. Jetzt kommt das Seil wieder zum Einsatz. Da komme ich im Leben nicht hoch. Ich brauche gerade nochmal das Seil. Also jetzt wird es auch ganz schön anstrengend. Zwischendrin. Ich hoffe, das war es jetzt erstmal. Und die ersten Mücken hatte ich. Wenn man so schwitzt, dann kommen die an. Ich hatte zwar Mückenschutz dabei, aber bis jetzt noch nicht aufgetragen. Sollte ich mal machen. Dieses Kraftwerk, das kommt mir doch bekannt vor. Da bin ich doch schon mal dran vorbeigefahren, als ich den Weserradweg gefahren bin. Emmertal, oder heißt das, glaube ich. Dementsprechend müsste ja jetzt auch am Weserradweg sein gleich. Aber laut Karte überquere ich die nur. Und bis Hameln ist er noch ein Stück. Na, ich werde es gleich sehen. Eine Wolkenmaschine. Da werden die Wolken gemacht. Aber heute gibt es nicht viel. Jetzt fahre ich hier bei Hagenosen über die Weser.
Ich bin in Hameln. Jetzt nur noch den Ausgang finden Richtung Nordosten. Jetzt habe ich von den SPD-Cleats habe ich eine Schraube verloren unter den Schuhen. Muss ich mal zum nächsten Fahrradhändler gucken, ob der so eine Schraube hat. Es ist schon wieder eine Mörderhitze. Wir haben jetzt 27 Grad, also für mich ist das schon total warm, weil man das noch nicht so gewohnt ist. Jetzt geht es da hinten wieder in die pralle Sonne raus. Nee, das macht mir echt zu schaffen, wirklich. Ich bin auch schon total verbrannt hier. Man müsste sich mal auf den Bauch drehen können. Einmal drehen. Gibt es das nicht? Liegerett, wo man auf dem Bauch liegt? Nee, ne? Müssen wir doch erfinden. 27 Grad war hier aber außerhalb der Stadt. In der Stadt sind das gut und gerne 30. Und in der prallen Sonne ist das ganz schön heftig. Ich will jetzt mal erklären, was das Gefährliche ist, wenn man ohne Klickis fährt. Also es ist genau diese Schaltung hier. Mal gucken, ob ich das hinkriege zu filmen. So, man muss hier sehr filigran, kann man hier schalten. Also man fährt also mehr nach Gehör. Es ist also nicht so komfortabel wie diese Klicker, die man sonst am Fahrrad hat. Und da kann es schon mal sein, dass sich der Gang verstellt oder nicht richtig drin ist. Und dann gibt es einen Schlag in der Kette. Da denkt man, die Kette reißt. Und dann rutscht man vorne von der Pedale ab. Das ist das Gefährliche. Und bei den Klickern kann das dann halt nicht passieren. Aber dafür habe ich unheimlich Last mit dieser Zwangshaltung. Gut, es geht dann immer erst auch einen halben Tag. Aber so ab Mittag wird es dann noch zur Quälerei, ne? Ich muss auch gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Vielleicht fahre ich doch mal mit den anderen Schuhen ohne Klicker. Also ohne Cleats. Nicht Klicker. So, das war's. Jetzt schraube ich die Dinger ab. Ich bin's jetzt leid mit dieser Zwangshaltung. Kriege die gar nicht ab, muss aber eigentlich auch gar nicht, weil ich habe auf der einen Trittfläche habe ich keine Cleats. Wäre nur komfortabler gewesen, ne? Bräuchte nicht immer drehen. Zu Hause mit Markenwerkzeug befestigt und jetzt hier mit so einem Tool kriege ich es nicht los. Dann drehe ich eher die Schrauben rund.
fahre jetzt viel an der Straße lang. Habe ich meist immer einen separaten Weg dabei. Außer einmal eben, da war ich auf einer vierspurigen Straße. Ich habe jetzt 73 Kilometer. Ist echt mühsam wieder. Es ist nicht richtig eben, es geht nicht richtig bergab, immer so leicht bergauf. Nächste größere Ortschaft ist Springe. Da werde ich mich erstmal eindecken für die Nacht. Mal gucken, wo ich bleibe. Es ist jetzt auch schon wieder 16 Uhr. Aber mit Campingplätzen habe ich wenig Hoffnung. Aber ich brauche abends mindestens 2 Liter Flüssigkeit. Ich trinke meist immer abends. Dann gleiche ich immer meinen Flüssigkeitshaushalt aus. Das übertrinke ich natürlich auch, aber abends noch viel mehr. 31 Grad haben wir jetzt im Moment. Letztes Jahr um die Zeit war ich auf dem Jakobsweg, da habe ich gefroren. Und jetzt schwitze ich. Dazwischen gibt es irgendwie nichts, entweder kalt oder warm. Also heiß oder kalt. Jetzt bin ich schon durch Springe. Da war ich beim Fahrradhändler. Hab den gebeten, ob er mir die verbliebenen drei Schrauben lösen kann. Hat er nicht hingekriegt. Mit seinem Werkzeug. Also bleibt nur noch ausbohren. Ein Bohrer hat er irgendwie nicht da gehabt. Da muss ich mal gucken. Das kriege ich noch irgendwie gebacken. Da war dann noch ein Penny gegenüber. Da habe ich erstmal eingekauft. Ich habe jetzt also für heute Abend genug zu essen. Und Flüssigkeit habe ich auch genug. Ich gucke mir jetzt schon mal so um, ob ich irgendwas Passendes finde. Aber so anderthalb Stunden habe ich ja noch. Bis dahin kann noch viel passieren. Hier habe ich jetzt eine schöne Bank im Schatten gefunden. Wer weiß, wann die nächste kommt. Ich habe mir ein Baguette geholt und einen Salat. Und dann bin ich für heute fertig. Und dazu ein Eistee. Und Wasser für die Nacht habe ich auch genug. Gone.
das wird mein Platz für die Nacht. Ist jetzt 20 Uhr. Ich warte jetzt noch, bis die Sonne untergeht und dann baue ich auf. Vorne ist vom Pfad. Ich denke, da kommt jetzt keiner mehr her. Und wenn, ist es auch egal. Dann spreche ich mit denen und sage, die Campingplätze hätten 6 zugemacht. Ich hätte nichts mehr gekriegt. Ist auch so. Ist ja nicht mehr gelogen, stimmt ja auch. Mal von der anderen Seite. Das Gespann steht hier gut. Da komme ich gut raus morgen früh. Alles prima. Natürlich habe ich kein Wasser hier, das ist das Problem. Naja, ich werde es überleben.